mit Wie Intelligenz jetzt neue Lösungen finden. Das ist ganz interessant. Allein schon der Titel hat sich in den letzten 2 Wochen dreimal geändert bei uns, weil wir gemerkt haben, die Zeit ist gerade so unglaublich schnelllebig, so eine Intensität da. Und wir gesehen haben, dass es ganz viele Webinare, Unterstützungen gibt, so wo, was kann ich jetzt in der Krise gerade so, wie muss ich mein Unternehmen organisieren, was gibt es da so zu tun? Und wir aber gemerkt haben, es gibt gerade ganz, ganz viel was zu lernen. Also wir können gerade in der Krise was entdecken und das wollen wir gerne so ein Stück rausarbeiten. So, was haben wir vor mit euch? Also das Ziel ist, dass ihr mal für euch nochmal findet, wo ist gerade mein eigener Status, für mich als Mensch erstmal. Weil das ganz, ganz wichtig ist für euch als Führungskräfte, als Geschäftsführer, als Eigentümer, dass es, stehst denn du gerade jetzt in der Krise? Wie geht es dir denn da? Da haben wir auch ein Verlaufsmodell, wo man mal sich so ein bisschen orientieren kann dann. Und dass du da erstmal merkst, wo bin ich denn da? Weil dann kannst du auch deine Mitarbeiter, deine Kollegen besser einstufen. Wie geht es denn denen gerade? Wo stecken die in diesem Prozessmodell drin? Und was gibt es für Ansatzpunkte? Für dich als Mensch und für deine Kolleginnen und Kollegen, also und für die ganze Organisation. Wir machen einen kurzen Einstieg, so Krise, wie wirkt denn die auf Menschen? Was macht denn das, wenn wir wirklich in so eine Krise kommen? Ihr könnt aus eurer Lebensperspektive drauf schauen. Wir bringen einfach so ein paar Elemente insgesamt aus Neurobiologie und was macht das einfach mit Mensch und mit Organisationen. Wir haben dann 2 Modelle, dass wir den Prozess des Wandels uns anschauen und zum anderen aber, wie kann man Unternehmen ganzheitlich anschauen? Wenn ich denn wirklich dann was verändern will, auf was ist da zu achten? Und da geben wir euch auch so 2 Instrumente mit und reflektieren es ein bisschen wieder auf euren Alltag. Und gucken dann, wenn wir das uns gemeinsam angeschaut haben, was gibt es denn für Prinzipien, mit denen man jetzt lernen kann? Was ist denn hilfreich? Und da haben wir 4 Empfehlungen. So ist die Reise. Es ist super viel Inhalt. Wir gucken uns, dass wir es knackig hinkriegen und dass wir gerne hinterher viel Fragen haben. Also deswegen schreibt euch auf, weil wir sprechen da gern tiefer auch drüber, über die ganzen Themen. So, wenn wir jetzt den ersten Punkt uns anschauen, wo ist denn da so Mensch und wie wirkt denn so Krise auf Mensch? Das sind so die Punkte, in denen ihr gerade auch merkt, so, was wirklich sich verändert ist, dass Dinge gerade nicht so planbar sind, dass Kontrolle schwindet, dass Orientierung nicht so klar ist, dass der Punkt, in dem man oft schon gesprochen hat, Nichtwissen, dass ich weiß es gerade manchmal nicht, wie es wirklich weitergeht, dass das Thema Nichtwissen zunimmt und wir da drin stecken und das nicht unbedingt sich immer richtig gut anfühlt. Und was auch der Fall ist, dass einfach Vertrauen und Sicherheit und Bestehendes erschüttert ist erstmal, dass man meint, so ist. Bestehende Dinge sind anders. Es nimmt Druck und Stress oftmals zu. Und wo wir später nochmal drauf kommen, es ist auch spürbar, dass etwas zu Ende geht und dass was Neues anfängt. Und das ist zwar immer in unserem Leben so, aber es geht jetzt gerade zur Zeit so schnell, dass wir das wirklich spürbar mitverfolgen können. Und das ist für unser menschliches System manchmal komplett überfordernd, auch wenn es so stark da ist. Deswegen ist es da ganz gut, bewusst drauf zu schauen, weil dann können wir auch in eine Gestaltungsebene kommen. Folgen erstmal, wenn wir merken, so, warum wir sind mit so einem Kontrollverlust konfrontiert, ist der Überlebensmodus. Der ist super sinnvoll bei uns Menschen, wenn wir früher mit dem Säbelzahntiger in Kontakt waren, dass wir da umschalten konnten, ohne zu denken, entweder in diesen klassischen Flucht- oder Angriffsmodus oder eben in dieses Erstarren. Es ist natürlich jetzt auch, wenn so eine Überforderung, wenn so eine Situation kommt, fängt unser System, das ist das Reptilienhirn in uns, fängt da einfach auch an, da genauso umzuschalten. Und da ist oftmals dann Denken und Emotionalität auf einer anderen Stufe. Deswegen ist teilweise einfach erstmal eine Erstarrung, Angriff oder Flucht als ein Impuls da. Wir Menschen haben auch gleichzeitig gelernt, dass das sich nicht irgendwie fein anfühlt. Deswegen gibt es so ganz viel Abdeckungsmechanismen. Und auch da ist es so, dass wir oft so fühlen, wenn so eine starke Emotionalität da ist, dass wir uns ablenken, dass wir verdrängen, ins Nichtfühlen gehen, Taubheitsschwellen hochfahren, um eben genau nicht damit so in Kontakt zu sein. Oder, das ist der andere Weg, schnell in Aktionismus kommen. Und das meistens halt mit bekannten Tätigkeiten so. Klassiker vom Gleichen, noch mehr, noch schneller. Und das führt halt sehr oft dann eben wieder zu dem hier oben, dass Druck und Stress zunimmt zur Überforderung. Oder was auch teilweise spürbar ist, dass es andere unbewusste Handlungen gibt, Aggressivität steigt, so Tunnelblicken, wir sind manchmal sehr, sehr eng im Schauen oder auch Rückzug und Kraftlosigkeit und keine Kreativität. So, das ist so die eine Seite. Und ich finde es ganz spannend, weil ich mit einigen Kunden gerade in letzter Zeit wieder gesprochen habe, es gibt auch dass auf einmal ganz viel Kreativität eben auch da ist bei manchen Menschen, die anfangen, boah, lass es uns machen, Neues wagen und quasi so mit dieser Aussage, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Also jetzt quasi
jetzt ist Zeit zum Springen. Und die springen und die machen teilweise echt verrückte Dinge, also so spannend. Und manchmal kann ich aber nicht springen, weil ich mich erstmal so leer fühle oder kraftlos fühle. Und den Punkt wollen wir uns genauer anschauen. Was passiert denn da bei uns Menschen? Warum können manche springen und manche gerade eben noch nicht? Da gibt es einen, das ist von Kübler-Ross, das ist eigentlich ein Trauerprozess, den kennt wahrscheinlich jeder schon mal, der einen tieferen Verlust erfahren hat. Dass das so ein Prozess ist, durch den man manchmal in mehreren Schleifen durchgeht. Das heißt, hier angetragen ist ja quasi, hier ist die Power, die Lebenskraft, die Handlungsmotivation, die wir haben, und hier nach rechts geht die Zeit. Und wenn ich etwas erfahre, so, also eben eine derbe Information, eine Konfrontation, eben die Krise jetzt im Augenblick gerade, wo einfach das Leben komplett anders alles ist, ist ein Schock. Also da reagiert unser Körper erstmal, oh. Und was dann erstmal so ein Freeze ist, also so ein Festgefrorensein, und dann geht es einen Schritt weiter, dass dann oft eben so, nee, kann ja nicht sein, und ruf erstmal, Widerstand, bin dagegen. Und irgendwo ist aber auch so der Punkt, wo merkbar ist, es geht nicht mit Widerstand, es taucht eine Einsicht auf und es kommt ein magischer Punkt hier, auf den werden wir später auch nochmal kommen. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt, wo es dann in eine Annahme geht. Ah, so ist es. Und Annahme ist ein Wort, aber es ist ein echten, es ist manchmal ein fetter Prozess. Und wenn diese Annahme stattfindet, von ab dem Zeitpunkt aus fängt sich an, Lebensenergie, Kraft, die wir zur Verfügung haben, wieder zu verändern. Wir kommen ins Ausprobieren, erkennen neue Dinge und integrieren und fangen in Veränderungen an. Also so kann ein Trauerprozess durchlaufen, so geht aber auch der Prozess des Wandels. Wird hier oft das Tal der Tränen da unten genannt. Also weil hier ist es irgendwie schwer und dann, sobald ich da mal durch bin, fängt Neues an. Das ist auch, wie gesagt, wenn man es kennt, wenn man jemanden verabschiedet hat, sobald man so ein bisschen da durch ist und es angenommen hat, dann fängt Leben wieder weiter an. Was wir jetzt gerne machen wollen, ist nochmal kurz die Gefühle dazu kleben. Ich weiß, Gefühle sind nicht unbedingt immer so die höchste Disziplin. Bei uns Menschen, vor allem in der Männerwelt manchmal nicht. Und trotzdem sind sie super, super wesentlich, wenn wir Zukunft gestalten wollen. Wenn wir mal gucken, weil die Gefühle helfen uns nämlich auch zu orientieren, wo steckt man gerade in dem Prozess. Hier beim Schock, wenn wir diese Informationen kriegen, war jetzt hier die Krise, so was auf uns zukommt, sehr, sehr oft entsteht Angststarre, auch Panik. Also da ist erstmal so ein Festgefrorensein. Und dann so der nächste Punkt ist Widerstand. Da taucht oft das Gefühl von Wut auf. Das ist auch Wutkraft. So, ich will das nicht, ich bin dagegen. Das muss gehen. Und mit Kraft setze ich drauf, bis die Kraft sich aber auch irgendwie verliert. Und dann kommt der Prozess der Trauer. Und den will Mensch oft auch nicht fühlen, weil Trauer fühlt sich einfach nicht unbedingt super schick an. Und gleichzeitig ist es ein totales Signal von Einsicht, von, okay, ich gebe mich dem hin, dass sich was verändert. Und mit Trauer kann ich auch ein Stück loslassen. Dann komme ich zu der Annahme, so ist es eben. Und was dann eben passiert, und das ist das Magische in dieser Kurve, danach fängt was Neues an. Da kommt, taucht Neugierde auf, dann fängt an, dass Kreativität Raum findet und wieder Freude und damit Kraft. Wenn ich hier drin stecke, ist die Kraft hier oben, setze ich sie noch ein und irgendwann geht die aber immer mehr verloren. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich einzustufen, wo bin ich denn da überhaupt? So. Bevor wir da vielleicht gleich mal in die Eigeneinstufung gehen, Maren, magst du kurz mal dich schildern, wie es dir mit deiner Firma da drin ging, so in dem Prozess, wo es losging? Ja, das war ganz spannend, weil unmittelbar nach diesem Shutdown, es war ja Mitte März gewesen, da kann ich überhaupt nicht sagen, dass ich da irgendwie Angststarre, Schock oder Panik hatte. Also es hat sich null so angefühlt, aber irgendwie war ich total antriebslos. Ich war kaputt. Ich war so, oh, wir müssen ja jetzt, aber oh, hast du Lust? Oh nee, ich habe, oh, ne? Also das war so. Und mein Mann und ich guckten uns dann so beim Frühstück an, war Wochenende, und er so, oh, ich sag, so, ja, ich habe null Bock, ich müsste, aber ich bin so richtig gelähmt. Also ja, das ist irgendwie wie eine Ohnmacht. Und dann dachte ich so, ja, das ist eine Ohnmacht. Aber eine Ohnmacht ist nichts anderes als Angststarre. Also das ist genau das Gefühl. Und dann in dem Moment, als war uns klar, genau das ist das. Und in dem Moment löste sich das tatsächlich auch. Das war ganz spannend für uns. Ich muss gestehen, ich bin dann auch stramm auf die Widerstandskurve losmarschiert. Und zwar so in dem Sinne von, jetzt müssen wir ganz kreativ sein, wir müssen was machen und müssen hier das wuppen und tun. Und es war auch, dann ging es auch so, dass ich auch so über die Exit-Strategien schon lange nach, also dachte ich, das kann doch nicht sein, das muss doch jetzt, das könnt ihr doch nicht ewig machen so, wir müssen doch jetzt mal wieder arbeiten, also wie soll denn das gehen?
Also ja, und dann jetzt so kürzlich merkte ich, dass ich, ja, dass ich tatsächlich traurig wurde. Und das hat mich auch erstmal verunsichert. Ich dachte, ach nee, jetzt, du brauchst deine Power jetzt. Aber was ich toll finde an dieser Kurve oder an dieser Übersicht ist, man kann sich wunderbar beobachten. Und das gibt total Sicherheit. Also man merkt es erst, man spürt es und ist total verunsichert und denkt, ich kann doch jetzt nicht in so einen oder in so einen Zustand kommen. Ich muss ein Team führen, ich muss Leute führen, ich muss Sicherheit geben und da durchkommen. Aber in dem Moment, wo ich da drauf schaue und sehe, ah, okay, da bist du jetzt gerade. Ja, nee, aber das geht auch wieder vorbei. Und dann kommt auch wieder das Nächste. Das muss ich sagen, ist für mich wahnsinnig hilfreich, um selber auch stabil zu bleiben und da weiterzugehen. Danke. Und ich fand auch ganz spannend, als du mir das erste Mal erzählt hast, bei dir ist einfach der Riesenvorteil auch, dass du das mit deinem Mann, eben mit Geschäftsführer, dass ihr euch immer wieder spiegeln könnt, angucken könnt, was passiert denn gerade in mir. Und das ist in solchen Phasen ganz hilfreich, dass ich ein Gegenüber habe, der mit mir auch mal hinguckt, was ist denn mit mir los, und ich kann bei ihm gucken, was ist denn bei dir los. Weil manchmal entdecke ich selber nicht, wenn ich so drin stecke erstmal. Und deswegen ist da so ein Gegenüber super hilfreich. Ich würde vorschlagen, einfach jetzt wäre so ein Impuls für 30 Sekunden, mal zu schauen, wo steckst denn du gerade in deiner Firma selber als Mensch. So ganz ehrlich, zum Hinschauen für dich selbst, du musst es auch später nicht groß vorstellen, sondern wirklich mal zum Gucken, so gibt es so eine Kurve in mir gerade, gab es die schon, wo entdecke ich mich denn da? Einfach so ein Selbstcheck. Und manchmal durchlaufen wir das auch in mehreren Phasen. Das kann sein immer wieder, dass es nochmal losgeht, gibt eine neue Information und dann steckt man wieder ganz am Anfang eher in der Schockphase. Einfach mal zum Gucken, gibt es denn sowas? Und das wird ein, zwei Stichpunkte für dich machst, weil wir kommen nachher nochmal auf die Grafik zurück. Angesichts der Zeit sind es nur 20, 30 Sekunden und wir schnappen unseren Düsen weiter. Und es macht selig Sinn, da auch mal tiefer drauf zu schauen, aber ihr kriegt die Folien ja eh. Deswegen nächster Schritt. Ich möchte euch gerne noch eine zweite Grafik zeigen, die super hilfreich ist, wenn man mit Veränderungen und wenn man mit Organisationen arbeitet. Und das ist die Grafik, mit der arbeiten wir schon super lange. Die bietet vier Dimensionen, vier Perspektiven an, wenn man auf eine Organisation schaut. Und die ist aufgebaut. Es gibt was außen Beobachtbares, Objektiveres. Und es gibt so einen Innenbereich zu jedem Thema. Es gibt eine Ich-Ebene und eine Wir-Ebene. Jetzt konkreter beispielsweise auf der Wir-Ebene außen beobachtbar, wenn ihr jetzt eure Unternehmen anschaut, sind es eure Produkte, die Formen, die ihr herstellt, beispielsweise die Infrastruktur, den Maschinenpark, den ihr habt, die Prozesse, die Abläufe da sind, die Regeln, wie ihr organisiert seid, all das, was man so sehen kann von der Organisation und um das, was man anfassen kann in gewisser Weise. Und auf der Ich-Ebene gibt es im Außen das Verhalten von jedem Einzelnen, was macht er denn? Wie setzt er sein Wissen denn auch um? Welche Kompetenzen sind da und wie ist denn so der Körperzustand? Also, und das ist auch, was man trainieren kann, damit eben bestimmte Prozesse besser laufen. Und auf den beiden Bereichen im Augenblick wird ja auch viel in Krisenmanagement gemacht und auch generell, wenn ich mein Unternehmen entwickeln will, baue ich neue Maschinen rein und dann gucke ich dann dementsprechend einen neuen Ablauf, dass ich meine Kollegen schule, damit sie das umsetzen können. Und damit das funktioniert, braucht es diesen Innenbereich. Und der ist ganz, ganz wichtig. Das ist so unsere Botschaft, mit denen immer wieder mit auf dem Schirm zu haben. Und zwar Innenbereich auf der Ich-Ebene. In jedem einzelnen Menschen ist es so die innere Haltung, die Gedanken, die Gefühle, die intrinsische Motivation, die da ist. Weil wenn ich was schule, aber es bleibt Angst übrig, dass ich das nicht richtig kann, dann wird ein Mensch oft das nicht umsetzen. Oder wird Widerstand reinsetzen und wird mir zeigen, warum was nicht geht. Und genauso ist es, wenn mehr Menschen zusammenkommen, gibt es so im Innen eine Wir-Ebene. Das ist die Kultur, die Stimmung, die Atmosphäre. Welches Wir-Gefühl haben wir? Welche Werte leben wir? Wie sind wir miteinander verbunden? Wie setzen wir uns füreinander ein? Und das ist auch genauso wesentlich. Wenn ich Veränderungen mache, wenn ich neue Prozesse, neue Abläufe mache, wenn ich Schichten ändere, wenn da aber Teams, die unterschiedliche Werte haben oder unterschiedliche Zugehörigkeit haben, dann nicht zusammenarbeiten, werden manche Prozesse nicht funktionieren. Wenn man das jetzt eins weitergehen, wenn wir quasi diese Grafik hernehmen und uns anschauen für Entwicklung, heißt quasi, wir haben einen bestimmten Zustand und wir wollen jetzt eben beispielsweise hier den Prozess oder wir haben eine neue, wunderbare, schöne, vollautomatische Fräsmaschine gewonnen und wollen die uns einsetzen, dann ist das eine Infrastrukturveränderung und auch eine Prozessveränderung und die braucht dementsprechend, dass es die Menschen bedienen können, Schulungen, eine Information, eine Weiterbildung, dass das Wissen da ist und die Fähigkeit, die Maschinen zu bedienen.
Und eben, und das ist ganz wichtig, und da scheitern, es gibt eine Studie, 90% von Veränderungsprozessen scheitern, weil eben dieser Innenbereich, also der hier, oft nicht genügend berücksichtigt wird. Weil wenn ich nicht drauf schaue, haben die Menschen, die dann den Prozess, die Maschine bedienen sollen, auch die richtige Einstellung, haben sie richtig verstanden, glauben sie, dass sie es können oder spüren sie es oder haben sie Sorge oder haben sie voll Bock drauf. Also wie ist die innere Haltung zu dieser Veränderung? Und dass ich eben auch gucke, was macht denn das mit der Teamstimmung? Was macht das denn mit Abteilungsgrenzen beispielsweise, mit einem Ablauf, mit wenn ich Mehrschichtbetrieb eben habe, wie geht da eine Übergabe dann wieder und wie ist da das Zusammenspiel? Dass wir nicht in Schuldzuweisungen sind, sondern neue Lösungen. Und erst dann, wenn ich es schaffe, eine Veränderung auf allen vier Quadranten gleichzeitig zu schaffen, dann können wir von einer nachhaltigen Veränderung sprechen. Wenn es ein Ei ist oder wenn ein Bereich, wenn ein paar Angst haben und nicht glauben, dass es klappt, wird eine Veränderung meistens scheitern. Weil sobald ich dann als Führungskraft, Geschäftsführung den Druck, den Fokus wegnehme, fallen Menschen wieder in ihr altes Muster zurück. Außer sie sagen, boah, geil, genial, ich mache das, ich möchte das oder sind davon überzeugt. Deswegen Veränderungen immer auf allen vier Perspektiven. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder auch, wenn ich ein neues Thema anschaue, dass ich immer gucke. Manchmal habe ich auch eine schlechte Stimmung, dann kann ich gucken, was hat das mit den Prozessen zu tun? Was hat denn das vielleicht mit mancher inneren Haltung zu tun? Und wo fehlt vielleicht auch Know-how? Und deswegen wird die Stimmung immer schlechter. Also deswegen hängen diese vier Perspektiven immer zusammen. Ich kann mir da jedes Thema damit angucken. Und wir gucken jetzt auf die Krise damit. Und zwar, wenn ich mal die beiden Außenbereiche anschaue, hier sind es nur mal ein paar Punkte, was gerade im aktuellen Krisenmanagement, dass ich einfach bestimmte Prozesse gucke, dass die funktionieren überhaupt mal, dass ich lieferfähig bleibe, dass ich mit meinen Lieferanten anders spreche, dass ich meine Liquiditätsplanung hinkriege, dass ich wo jetzt gerade wirklich in der Krise andere Finanzplanung brauche, dass ich gucke, welche Informationen brauche ich denn gerade und welche gebe ich auch an meine Mitarbeiter weiter, dass die informiert sind und da muss ich anders handeln. Und vielleicht auch bestimmte neue Verantwortlichkeiten festlegen, damit Veränderungen in der Krise gerade aktuell funktioniert. Das sind so Beispiele für außen, gibt es sicherlich viel mehr. Und Gleiches gilt auch auf der Ich-Ebene im Außen. Dass ich dann eben gucke, dass im Augenblick einfach, weil viel Veränderung da ist, flexibleren Arbeitseinsatz brauche. Dass ich Homeoffice ist das klassische Thema, aber eben genauso auch, dass ich manche Menschen dann in Schichtbetrieb gehen, damit sie sich in den Büros nicht treffen oder dass man einfach an den Maschinen nicht so viele Menschen gleichzeitig haben, ähnliches. Es braucht viel mehr digitale Kompetenzen. Menschen müssen sich selber neu organisieren. Wenn ich von zu Hause arbeite, ist alles ein bisschen anders. Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen. Das sind so Punkte, die ganz wichtig sind an der Stelle. Und das sind auch nur wieder ein Auszug. Und wenn die eben klappen, oder dass die eben klappen, braucht es auch auf der Innenseite etwas. Und wenn wir jetzt aber sehen gerade, also wenn auf der Innenseite eben nicht die Ausdehnung ist, sondern wenn wir selber als Geschäftsführer oder als Führungskräfte, wie auch die Mitarbeiter, eher Angststarre, Verunsicherung, in einem Rückzug sind oder in einer Aggression, voll im Stress immer noch mehr und nicht genau wissen, wie, dann ist eben hier keine Ausdehnung, sondern eher so ein nach innen ein Rückzug und genauso auf der Wir-Ebene. Wenn wir so das Thema Social Distancing, also wenn es wirklich dann dazu führt, dass es auch nicht nur eine physische Distanz, sondern ein sozialer Rückzug ist, dass Menschen sich eher in einem Einzelkämpfertum befinden oder abgrenzen oder sogar sagen, ja, das liegt ja nicht an mir, der macht es falsch, also diese Schuldzuweisungen vielmehr da sind, dann führt es dazu, dass hier eben keine Ausdehnung da ist. Und das bedeutet dann eher, hier fehlt was und es wird auch im Krisenmanagement hier nicht so wirksam sein. Also hier haben wir einen ganz wichtigen Bereich, wie können wir hier unsere Kolleginnen und Kollegen oder auch mich selber abholen, dass wir hier auch in eine andere Ebene kommen. Also wenn der Überlebensmodus eben aktiviert ist, dann sind auch viele unbewusste alte Handlungsmuster da und die sind eher in diesem roten Bereich. Was wir uns wünschen, ich speede da weiter, das wäre ja eher in diese Richtung, dass sich der Kreis ausdehnt, dass wir als Menschen eher in so eine Annahme kommen, so ist es jetzt gerade, diese Kurve unten haben, dass Kreativität wieder kommen kann, eine Präsenz, wie geht es mir? Es braucht Mut im Augenblick und es braucht auch ein Mitgefühl. Eine Fähigkeit eben auch zu schauen, was braucht denn gerade mein Gegenüber? Wie können wir gemeinsam nächste Schritte gehen? Eine Kreativität und das ist für mich ein ganz wichtiges Element, immer wieder dankbar zu sein, weil wir leben in einer sehr privilegierten Umgebung, auch wenn es gerade kritisch ist. Und wenn wir dankbar sind, sehen wir die Dinge, die klappen. Und selbst in der größten Krise gibt es ganz viele Sachen zu entdecken, die gerade funktionieren. Und wenn wir mit einer dankbaren Haltung hinkommen, öffnet sich unser ganzes System, es entspannt sich etwas und wir werden kreativer und sehen anderes, als wenn ich nur in der Angststarre hier oben bin.
Und deswegen auch auf der Wir-Ebene, da finden gerade auch teilweise besondere Sachen statt, dass eben eine soziale Bezogenheit da ist, dass mehr Team und Geist und Verbundenheit da ist. Dass wir gucken, wie kann Vertrauen und Verständnis genährt sein und eine Wir-Intelligenz damit entstehen. Also ich habe da mit verschiedenen Geschäftsführern in letzter Zeit gesprochen und ich habe echt ganz tolle Sachen gehört, was die einfach erzählt haben, dass Menschen jetzt gerade bereit sind, ganz anders zusammenzuarbeiten. So ein klassisches Beispiel, auch wenn gar keine Zeit ist, aber ich fand das ganz super. Eine Geschäftsführerin hat mir erzählt, seit 5 Jahren arbeitet sie in ihrem digitalen Workflow und die Wareneingangsscheine im Lager, also im Lager, Wareneingang und Lager sollten eingescannt werden. Und gab es immer zig Begründungen, warum es nicht geht. Und jetzt hat der Lagerist gesagt, so, also nachdem es jetzt Veränderung war und das Ganze, die Verwaltung alle im Homeoffice ist, ja klar, ich scanne die ja ein, das ist kein Problem, weil ja die Nathalie, die ist ja im Homeoffice, sonst kriegt sie es ja digital nicht. Also macht ja Sinn. Und die Geschäftsführerin, jetzt, super. Also so, jetzt halten wir zusammen, weil wir im Außen die Störung haben quasi. Im Innen die Kriege, weg damit. Lass uns gucken, wie wir es zusammenstemmen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Wir-Gefühl zu haben. Genau, und deswegen, Punkt ist, Annahme ermöglicht neue Lösungen mit Wir-Intelligenz. Das ist so, wie komme ich da mehr hin? Und wenn wir dann nochmal hinspringen und die Kurve von vorher anschauen, dann gibt es hier genau diese klassische Grenze, wo wir gucken, wo sind wir, entweder hier oder hier. Hier endet etwas, wenn wir merken, und hier fängt etwas an. Und oftmals kämpfen wir noch gegen die Änderung, setzen viel Kraft in diesen Widerstand rein. Und wenn wir es aber schaffen, okay, da verändert sich etwas, ich muss auch was loslassen, es geht auch was verloren, ich komme in eine Annahme, dann entsteht Kraft für Neues. Und den Punkt immer wieder zu entdecken, ist, glaube ich, was super, super wichtig ist. Wo bin ich denn da gerade selber als Unternehmen? Genau. Wir haben es nochmal hier zusammengefasst, so diesen Sprung vom Ich zu Mir. Also die zwei Ebenen hier auch und auch so, wie komme ich von Rot nach Grün. Da wäre vielleicht auch so eine Möglichkeit, jetzt nochmal, wir sind schon in der Endspurt gerade, aber wenn einfach für dich wieder schaust, so, wo bin ich denn gerade selber und wo ist denn gerade so meine Organisation? Einfach so von ein paar Notizen, wo stehen wir denn da gerade? So, wie ziehen die Leute mit oder auch nicht? Wo sind wir da mehr? Und das nicht als Urteil, sondern wirklich als ein Entdecken, weil von da aus, wenn du siehst, da stehen wir, gibt es wieder nächste Punkte auch zum Verändern. Ihr dürft übrigens gern ein paar Minuten überziehen. Also, dürfen wir? Dann muss ich, weil ich spreche schon zu schnell. Ja, dir wird nicht die Hand abgehackt, wenn es ein paar Minuten länger geht. Alles gut, Stefan. Dann entspanne ich mir ein bisschen, weil wir haben noch ein paar, also ich finde noch eine ganz wesentliche Folie, die nachher noch kommt, die Maren auch ganz wichtig findet und kann sie auch nochmal, würde ich gerne auch wieder mit einbinden dann, die nicht uns nochmal hilft, so die Unterschiedlichkeit in unserer Organisation und bei uns Menschen noch mehr zu entdecken. Das ist gut. Die ist super hilfreich immer wieder, weil dann wissen wir auch, warum manche Menschen gerade kontrahieren und sich zurückziehen und warum manche sogar schon mit Kreativität so ein bisschen nach vorne pochen. Und das hilft mir dann auch so ein bisschen, meine Kolleginnen tiefer zu erkennen oder mich selber auch ein Stück tiefer zu erkennen. Genau, also hier wäre es gut, einfach mal zu schauen, wo bin ich denn da selber? Wo sehe ich denn meine Kollegen und wo sind wir da im Wir? Wann? Weil im Augenblick, es gibt immer wieder so kleine magische Momente, die wir nicht übersehen dürfen. Warum? Nämlich gerade manchmal Menschen jetzt in Bewegung gehen. Warum ein Zusammenspiel stattfindet, warum man sich füreinander einsetzt. Komme ich nachher auch nochmal drauf. Aber das findet eben dann immer gerade statt, wenn wir ein bisschen aus dem Überlebensmodus rauskommen und können wir da an in die Menschlichkeit kommen und uns füreinander einsetzen. Und wir nicht in diesem gewohnten, das ist ja der Einkauf ist schuld oder der Vertrieb kriegt es nicht hin oder die Fräser haben es wieder mal verbockt und wir müssen es in der Montage wieder irgendwie ausbügeln. So, nee, wir machen es zusammen. Wenn das stattfindet, das sind Momente, die wir jetzt mitnehmen können und jetzt wirklich so bewusst machen, damit man die, auch wenn Krise etwas weniger wird, dass das bleiben darf, weil das sind Geschenke für Organisationen. Wir haben 4 Punkte als Empfehlung für euch. So, was kann ich denn jetzt so für mich so ein bisschen als Wirkprinzipien mitnehmen, um diesen Weg so da auch weiterzugehen? Und das erste ist mal, es geht um dich selber erstmal zu gucken, wo stehst denn du, weil dir selber bewusst, wie es dir gerade geht.
Das zweite ist, auch zu schauen, was sind deine Handlungsmuster, wie kommunizierst du, wie gehst du in Beziehungen, wie schaffst du Vertrauen, weil Vertrauen ist gerade ein wesentliches Elixier, das wir Veränderungen stemmen können. Das sind so zwei Fragen wirklich als dich, als Führungskraft, als Geschäftsführer, dass du die, weil du bist einfach in einer zentralen Position, da selber drauf zu gucken. Und dann geht es weiter in die Wir-Ebene. Wie können wir eben diese Kultur von Zusammenarbeit weiter entfalten? Was brauchen meine Mitarbeiter auch noch? Und da ist Sicherheit ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht immer so ganz einfach, einen Wandel zu geben, aber auch da ein paar Impulse noch. Und die Solidarität eben leben, von dir aus und von den Kollegen. Und dann eben Zukunft kreativ zu gestalten. Erster Punkt ist, erkenne den Überlebensmodus, den aktivierten in dir selber, wenn der da ist. Weil wenn der da ist, dann ist oft ein Tunnelblick und die Kraft ist irgendwie, und das Verhalten ist manchmal sehr, sehr merkwürdig. Und da hilft es, in Begegnung zu gehen, wie es Marin vorhin geschildert hat, ich brauche dann Austausch. Weil dass ich, sonst bin ich unbewusst reaktiv und ist übrigens auch für das Thema Immunsystem extrem schwierig. Wenn wir da drin stecken in dieser super Angst, setzt sich unser Immunsystem runter und alle, die Angst vor dem Virus haben, sorgen genau fürs Gegenteil. Der Körper wird viel anfälliger. Also sind wir in der Dankbarkeit, in der Herzqualität, sorgen am besten für unsere Gesundheit. Überlebensmodus ist für Kampf gut, aber nicht gegen den Virus. Und dann ist es wichtig, bewusst zu entscheiden, wo stehst du denn? Also wo bin ich gerade hier und passt das? Also kämpfe ich gegen etwas? Komme ich an diesen Punkt der Annahme oder habe ich Kraft für Neues? Was ist gerade für welches Thema relevant? Und auch da wäre jetzt mal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hätten, aber vielleicht im Nachlauf, dass du für dich selber mal schaust, weil manchmal sind wir mit verschiedenen Themen gleichzeitig gerade hier so am Start. Das heißt, privat wie beruflich, wo bin ich denn bei bestimmten Themen gerade? In welcher Phase? Und diese magische Grenze der Annahme immer wieder zu sehen. Das ist bei Annahme auch nicht so ganz easy, das steht hier als ein Wort da. Mal ganz hart gesagt, ein Kunde zu mir, als ich ihm gesagt habe, kämpfe nicht, sondern schau mal, wie kannst du das annehmen, wie es ist. Und er hat zu mir gesagt, so, Annahme ist ein Arschloch, ich will nicht mit. Und ja, es ist auch nicht einfach, gerade in den Themen manchmal, wo man dran ist. Eine harte Aussage, aber ich glaube, das ist, wenn man immer wieder merkt, okay, kann ich mich entspannen, dann gibt es Veränderung. Und was halt aus unserer Sicht ganz wichtig ist, übe dich in Selbstführung. Also weil du kannst nur andere Menschen an der Stelle begleiten, wo du selber Zugang zu hast. Also wie gehe ich mit den Grundgefühlen selber um? Kann ich mal auch für mich Anspannungs- und Entspannungsphasen schaffen? Und das ist, wenn ich da an Führungsstelle bin, ganz einfach. Aber ansonsten lande ich halt in Verdrängung und Überwältigung. Und dann ist es auch für mein System nicht gut. Und zu beobachten, wie denke ich über welche Glaubenssätze, welche Selbstbilder habe ich, weil die beeinflussen nämlich die Möglichkeiten, die ich sehe. Maren, magst du? Ist da ein Impuls von dir gerade noch zu dem Thema was zu sagen? Weil da war auch was noch im Raum, wo du gesagt hast, das wäre dir wichtig. Nee, das war zwei Folien weiter. Okay. Nochmal zwei weiter. Der nächste Punkt ist, da zu gucken, so wie kommuniziere ich denn? Was sind denn meine Handlungen so? Was passiert denn daraus, wenn ich mit mir selber im Kontakt bin? Und was wichtig für die Kolleginnen und Kollegen ist, eine authentische Kommunikation. Also, dass ich eben, wenn ich das schaffe, bewusst und authentisch zu kommunizieren, dann schafft es Vertrauen bei meinen Mitmenschen. Und das ist die Frage natürlich, was heißt denn Authentizität? Und das ist aus meiner Sicht, ist das, wenn du mit den Gedanken, Worten, mit deiner Emotionalität und mit deinem Körperausdruck im gleichen Klang bist. Weil manchmal kriegt man das mit, dass Menschen was sagen, aber der Körper oder dieses Gefühl, was gerade mitschwingt, anders ist. Und dann hat man Doppelbotschaften und dann ist es schwer zu vertrauen. Und darum ist es ganz wichtig, so wie geht es dir selber mit der Situation gerade, wie denkst du drüber, mit allen Unklarheiten, die wir haben und wie geht es deinem Körper und bringst das in einen Ausdruck. Das ist authentisch und das schafft Vertrauen, weil dann können sich Menschen entspannen. Zweiter Punkt, oder dritter Punkt, ich habe nur zugeschrieben, der ist immer wieder wichtig, gerade eben, wenn es kritisch ist, es geht nicht darum, was zu sagen. Nicht das Gesagte zählt, sondern die Botschaft entsteht immer wieder beim Empfänger. Es zählt das, was verstanden wird. Und deswegen, gerade wenn es um schwierige Themen geht, dass ich da mehrere Kreisläufe mache und wirklich gucke, was ist denn da angekommen. Wenn ich es einmal gesagt habe, heißt das lange, dass es gehört wurde oder so aufgenommen wurde. Und einen ganz wichtigen Punkt, gib Raum für die Mitarbeiter, hör bewusst zu. Gerade jetzt, wenn es eine intensive Zeit ist, braucht es diesen Momentum von, ah, da ist ja jemand da, der mir zuhört. Und guck auch selber, wie meinst denn du sein zu müssen? Also welche Selbstbilder gibt es dementsprechend?
Welche Handlungsmuster tauchen denn da auf? Da kann man manchmal sich selber auch hinterfragen. So, vorletzte Folie. Endspurt. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige, gleich nach der. Und zwar geht es darum, wie kann ich die Zusammenarbeit in meiner Organisation weiter unterstützen? Und das sind zwei Punkte ganz wichtig, Sicherheit und Freiheit. Das sind so die Pole, wie gesunde Entwicklung stattfinden kann. Dass man jetzt auch gucken kann, wie kann es so Sicherheit geben, welche Beziehungen, also Beziehung ist an sich ein relativ wichtiger Punkt, wenn ich eben gerade selber nicht ganz genau die nächsten Schritte sehe, wie kann ich mit meinen Mitarbeitern verfügbar sein, weil das schafft eben gerade bei Nichtwissen Sicherheit. Und dann eben auch herauszufinden, welche Mitarbeiter brauchen mehr Freiheit, können was gestalten, welche brauchen nochmal mehr Sicherheit. Und das Thema der Solidarität, also das ist, da habe ich vorhin schon zum Beispiel gebracht, es ist gerade viel mehr möglich im Geben und Nehmen und dass wir da ganz bewusst hinschauen und uns da auch überraschen lassen davon. Weil Menschen sorgen füreinander, das ist ein Grundzustand bei uns Menschen. Und das geht immer dann, wenn wir nicht im Überlebensmodus sind. Weil wir da sind, kämpfen wir gegeneinander oder kämpfe ich für mich im Wesentlichen. Und deswegen immer wieder zu sehen, ah, das ist da, Menschen sorgen füreinander. Das ist so. Ja, also da wollte ich kurz was zu sagen. Da mache ich tatsächlich auch total interessante Erfahrungen, wenn man wirklich genau hinguckt und hinhört. Also man telefoniert ja gerade irgendwie doch viel mit den Leuten, oder ich zumindest. Und eine Kollegin, das ist eigentlich eine Assistentin, also die hat jetzt eigentlich gar nicht vermeintlich erstmal so eine tragende Rolle, aber trotzdem erzählte sie mir, du Maren, mich rufen alle an, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben Fragen. So, und die muss ich jetzt ja alle mit dir abstimmen und die musst du mir jetzt ja alle beantworten. Und ich meine so, hey, nee, das ist doch cool. Du kennst die Antworten und das Signal, das die Mitarbeiter setzen, indem sie dich jetzt alle fragen, das ist doch total gut, dann mach doch was da draus. Mach was, was ich, ein virtuelles Frühstück, wo alle zusammenkommen und ihr miteinander über diese Themen sprechen könnt oder so. Und sie guckte mich nur völlig erstaunt an, meinte so, ja, meinst du jetzt echt? Und das ist toll. Also da fand ich das ein wunderbares Beispiel, dass jemand, der eigentlich erstmal gar nicht so doll in dieser Rolle drin ist, plötzlich pop, da ist und mir dann auch eine Riesenentlastung ist, weil ich muss ja diese ganzen einzelnen Gespräche dann auch nicht mehr führen, sondern das wird im Unternehmen aufgefangen. Gut, hier eine Folie, zu der brauche ich normalerweise einen halben Tag. Die mache ich jetzt in einer Minute noch im Endspurt, weil sie super wichtig ist. Die hilft, wenn ich auf Organisationen schaue, zu sehen, wo stehe ich selber und es sind Werteebenen aus unserer Menschheitsgeschichte raus. Und die hilft aber auch einzustufen, wer gerade wo, wie schwingt. Und gerade sind viele Menschen im Überlebensmodus. Das ist so die unterste Stufe. Das ist eigentlich der Zustand wie vor 100.000 Jahren, wo Einzelne durch die Savanne gezogen sind und versucht haben zu überleben. Vor 50.000 Jahren kam dann so die Zugehörigkeit dazu, Clanbildung. So Stämme haben sich gebildet. Vor 10.000 Jahren circa kamen so die ersten Weltreiche, wo Macht und Durchsetzung, die Power, so ein ganz wichtiger Wert ist. Dann vor 2.000 bis 4.000 Jahren gab es mit den Weltreligionen und Regeln geboten, gab es eine Sicherheit. Also in dem Moment kann man sich orientieren. Ein ganz, ganz wichtiger Wert jetzt noch bei vielen Menschen. Und dann so mit der Moderne kam so das Ziel höher, schneller, weiter, Effizienz, Leistung, Erfolg. Wir können alles schaffen, wenn wir wollen. In den letzten 60 Jahren ist so mit Gleichberechtigung und einfach Emanzipation und auch mit den, wir Menschen sind gleich viel wert, ist einfach die Menschlichkeit, das Mitgefühl, die Emotionalität immer als ein wichtigerer Punkt, das Miteinander aufgetaucht. Und jetzt gerade geht es noch ein Stück weiter, wo man dann so eine intuitiv kreativere, bewusste, bewegliche Entwicklung kommen. Aber die Werte, da kann man sich selber einstufen, wo bin ich denn da selber gerade so, was ist denn mir wichtig, wo sind denn meine Leute, was brauchen denn die? Und dann kann man da ein bisschen was davon ableiten. Ich habe nur mal so ein paar Punkte hingeschrieben. Wie kann ich denn als Führungskraft da wirken und was braucht es denn da? Und hier Zugehörigkeit, der Wert, du gehörst dazu, wir halten zusammen. Das ist was, was ganz tief urmenschlich ist. Wenn das Signal kommt, entspannt sich was. Und auch das hier, was gerade stattfindet, ich bin da. Poff. Da ist eine Power, ich halte das Ganze mit oder ich führe oder ich bin mit da, dass das einfach so ein Signal nach Stärke auch immer wieder Menschen gut tut. Das ist der nächste Schritt, wenn es das gibt oder eben zumindest, ich bin im Gespräch für dich da. Also dass eben so eine Sicherheit einfach als ein Angebot da ist. Oder auch diese Möglichkeit, wie es Marin gerade beschrieben hat, nutze deine Freiräume und schaffe Möglichkeiten und Lösungen. Manche sind dann gerade da und können Power geben. Und der Punkt, den wir jetzt gerade sehen, der sich immer mehr zeigt, dass in so einer Krise Solidarität und Menschlichkeit auftaucht. Wir sorgen füreinander. Also dass Menschen einfach jetzt Lösungen möglich machen, die vorher
aufgrund von Abteilungskonflikten oder von was auch immer eben nicht möglich waren. Also Solidarität schafft Veränderung. Ja, ist ein super Crashkurs, aber die mit der Grafik kann man arbeiten. Ganz viele Organisationen, wenn sie in Organisationsentwicklung sind, in Teamentwicklung sind, dann Führung da ist, dass man einfach schaut, was braucht ein Mensch, muss ich so ein bisschen einfinden kann. Die letzte hinten raus Folie ist dieses Werde kreativ. Das sind so ein paar Impulse, wo man einfach gucken kann, was hilft dir, um eben so diese kreative Bewegung in deiner Organisation wirklich auch mit auf Dauer drin zu haben und dass einfach die Rolle von Führung sich verändern wird. Dass es einfach hin mehr zum Richtung Coaching geht und Mitarbeiter mehr einzubinden. Genau. Und deswegen so nächste Schritte, was eine für eine Empfehlung ist, bilde ein Netzwerk mit Gleichgesinnten. Weil das ist, glaube ich, in jetziger Zeit. Wir wissen es alle nicht, den nächsten Schritt immer oder die nächsten Schritte insgesamt wissen nicht, wie lange was dauert. Da ist Austausch, sich gegenseitig hören, unterstützen, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Genau, soweit mal so im Schnelldurchlauf. Vielen Dank. Super, super, super. Vielen Dank euch beiden. Wir schalten gleich die Mikros an bezüglich Fragen, Anregungen und so weiter. Aber erstmal aus der großen Runde, danke, danke, danke. Du siehst überall die Daumen hochgehen und so weiter. Ich glaube jetzt mal den Bildschirm, dass wir wieder uns alle groß sehen. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser. Und ja, jetzt freue ich mich auf eure Fragen. Wer hebt denn die Hand und will was sagen? Wer hebt die Hand? Traut sich keiner. Schwupp, Stefan, dein Mikro ist an. Ups. Nee, nicht Stefan. Nee, war wieder interessant. Der Stefan. Nee, schon der Stefan Zecher. Das war jetzt der erste, den ihr angeschaltet habt. Der Johannes hatte sich auch gerade gemeldet, ne? Ja, der darf gleich, okay. Also es war interessant, vor allem auch so im Hinblick, wie man reagiert, findet man sich dann einfach wieder in diesen Folien. Und das sind sicherlich so Prägungen, die man halt hat, schon über tausende von Jahren, und die man, wenn man sie bewusst gemacht bekommt, auch dann auch bewusst erleben kann und auch dann umsetzen kann in der täglichen Führung. War interessant, auf jeden Fall. Okay, danke dir, dann mache ich dich wieder stumm, schwupp. Johannes. Ja, hallo, aus Bozen. Ja, ich fand das auch sehr interessant, gerade diese, dieser Vergleich mit Kübler-Ross und der Trauerprozess, das ist für mich wirklich etwas sehr Interessantes gewesen. Und sicher geht es für mich auch darum, mich da in dieser Kurve einzuordnen. Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen, weil ich glaube, die Gefühle schwanken von hin und her. Man ist nicht mit allen Sinnen, sage ich mal, jetzt privat und auch in der Firma auf demselben Stand. Das, glaube ich, ist auch immer ein Symptom, dass man zerrissen ist als Mensch. Und da muss ich versuchen, auch da diese Gefühlslage zu synchronisieren, um auch dann wieder zu verstehen, wo steht man eigentlich gerade. Zum Glück hatte ich jetzt diese Angstphase eigentlich nicht so, weil unser Unternehmen zum Glück jetzt da was relativ solide dasteht, und das bin ich schon auch dankbar, dass diese Angst nicht so stark ist, weil das bringt mich schneller zur Aktion. Super. Danke, was du sagst. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir merken, wie geht es mir da beruflich, wie geht es mir da gerade privat, was sind denn da, weil die Themen, die überlagern sich ja jetzt gerade, wenn sie intensiver sind. Und das Erste ist immer, dir selber bewusst zu sein, wo bin ich denn da? Weil dann kannst du genau die ganz wichtige Rolle auch einnehmen, für deine Mitarbeiter da zu sein und zu sehen, wie geht es denn denen da? Weil da kann ja trotzdem eine existenzielle Angst, also dieser Überlebensmodus gerade aktiv sein, weil jeder ja ein Stück die Themen anders aufnimmt gerade und anders verarbeitet aufgrund von eigenen Geschichten. Und dafür aber dann ein Beziehungsangebot, eine Unterstützung zu sein. Ich glaube, das sind jetzt gerade wunderbare Signale, die man schicken kann als Geschäftsführer, als Führungskraft, um Beziehungen zu vertiefen und wirklich eine Kraft zu entwickeln, dann auch wieder weiterzuarbeiten. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Jetzt ist auch die Frage, welche Ideen man auch dazu entwickelt, eben diesen Teamgeist zu
fördern und auch aus dem Weinerlichen rauszukommen, eben in den Bereich rein, wo es wieder ins positive Denken geht. Und ich überlege mir da auch gerade Dinge, wie ich auch jene Werte, die wir im Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt haben, auch auf die Mitarbeiter in ihrer privaten Seite ausrollen kann, um auch mehr Verständnis zu bekommen, wie das Unternehmen tickt und auch diese Werte mehr in die Mitarbeiter reinzubekommen. Und was dabei ganz wichtig ist, weil positives Denken entsteht, man kann das drüberlegen, aber das hilft meistens nichts. Positives Denken entsteht, wenn ich auch sehe, wo bin ich denn gerade. Deswegen ist uns immer so wichtig, dass wir bewusst machen, wo bin ich denn gerade, was ist denn gerade im Moment, was in mir los ist. Und wenn gerade Angst da ist, dass die auch bewusst gesehen werden kann in mir oder vielleicht auch eben von dir als Geschäftsführung, weil von da ab kann ich dann anders auch denken. Aber wenn ich was drüber lege, dann wird das meistens nicht klappen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen uns sehen. Wie geht es dir gerade und was ist da? Wenn wir da ehrlich miteinander sind, von da ab finden nächste Schritte immer wieder statt. Und dann kann ich auch mit einer Dankbarkeit die Dinge entdecken, die gerade wirklich auch da sind, weil die gibt es in den größten Krisen, gibt es die Blüten und Blumen, die um uns herum blühen. Wenn wir die entdecken, das gibt uns dann die Kraft für Veränderung. Und ich fand jetzt, Johannes, auch nochmal ganz wichtig, was du sagtest, was die Werte angeht. Also es ist jetzt einfach auch eine Zeit, wo das, was wir haben im Unternehmen an Kultur und an Werten, das zeigt sich jetzt. Und ich merke, dass manche Sachen viel deutlicher und viel schneller gehen im Moment. Und ich glaube, wenn wir uns gerade durch diese Krise gut durchführen, hat das einen unheimlichen Effekt auch auf die Zukunft und auf das, wie wir in Zukunft miteinander arbeiten werden, weil das schafft Vertrauen, es schafft totale Klarheit und eben auch eine Identifikation von den Leuten. Jo, ich glaube, Dirk, du hattest auch mal kurz die Hand oben, kann das sein? Ja, das war so, wobei im Teil meiner Vorredner hat das schon gesagt, also ich fand es schon mal sehr, sehr hilfreich. Wir naturwissenschaftlich geprägten Techniker haben ja da unsere spezielle Sicht und diese Sichtweise fand ich sehr, sehr hilfreich und ich habe natürlich im Kopf, ich bin auch noch nicht fertig, sowohl das eigene Befinden als auch das von ein oder anderen Mitarbeitern, also da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, war ganz klar zu sehen, viele Mitarbeiter oder mit vielen Mitarbeitern rückt man einfach zusammen und findet die guten Lösungen, die allen helfen. Aber ich habe auch ganz klar das Thema Aggressivität. Dass sich jemand abschottet und total in sich und kratzt und beißt. Bis Ultimo, muss ich ganz klar sagen. Und es erklärt es ein bisschen mehr. Vielleicht ein Unternehmen hier auch nochmal versucht, dort abzuholen. Aber wenn es gar nicht geht, dann muss man irgendwo dann auch eine Lösung finden. Und auch dann geht es wieder bergauf. Auch das setzt dann wieder Neues frei. Und das muss ich natürlich im Unternehmen dann auch ganz klar kommunizieren und ausstrahlen. Fand ich hochspannend. Vielen Dank. Ganz kurz zum Abholen, das finde ich ganz wichtig. Also ich finde diese Kübler-Ross-Geschichte total hilfreich, um erstmal einzuordnen, wo steckt der denn jetzt gerade, in welcher Phase? Und was wir ja nur so kurz streifen konnte, das Wertemodell mit diesen Farben, das hilft halt auch sehr, um zu gucken, wo bewegt sich denn jetzt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin da in etwa? Weil was sehr deutlich ist, es ist nicht irgendwas gut oder schlecht oder wenig hilfreich oder besonders hilfreich, sondern jeder ist ja mit einem Grund und mit einer Qualität genau da, wo er ist. Und das ist gut, dann damit zu arbeiten in der Führung und dann das daraus auch heraus zu gestalten. Also das finde ich total hilfreich, diese beiden Modelle nochmal zu schauen in der täglichen Arbeit mit den Leuten. Und es gibt für mich ein Mega-Prinzip der Führung, ist immer wieder, dass ich schaue, dass Menschen gesehen werden. Das ist nicht unbedingt so easy, deswegen helfen auch diese Farbebenen ein bisschen, dass ich da gucken kann, welche Unterschiedlichkeit ist da. Und wenn ein Mensch sich gesehen fühlt, also da, wenn er merkt, da ist eine Verbindung und du meinst wirklich mich, dann kann ich anfangen, auch meine wackeligen Punkte zu zeigen. Und das, was du angesprochen hast, ist ja, wenn jemand so aggressiv ist, das ist ja meistens unbewusst. Das ist ja nicht mal, dass der sagt, das mache ich jetzt so, sondern das passiert ja aus einer extremen Not raus schon. Und da ist drunter eine unbewusste, massive Angst. Und sie ist manchmal gar nicht erstmal kontaktierbar. Aber allein, wenn ich dir einen Raum gebe, zu sagen, ich kriege mit, dass du gerade in einer extremen Anspannung bist oder dass da eine intensive Zeit gerade da ist,
Und ja, lass uns schauen, was brauchst du denn? Was hilft dir denn? Dass wir dann gar nicht mit der Aggressivität lang machen müssen, sondern dass wir es nur sehen. Also, weiß ich sehe dich da drin. Und dass ich, weil Menschen eigentlich haben die ein Bedürfnis, die brauchen was. Die brauchen Sicherheit, die brauchen eine Unterstützung. Die wollen ja eigentlich eine Sehnsucht nach Entspannung. Wir können es gar nicht benennen. Also ziehen sie sich zurück und krallen noch auf alles, was da quasi in den Weg kommt. Und wenn du es schaffst, nicht auf das Krallen einzugehen, sondern auf den Menschen, der da ist, und was brauchst denn du? Dann ist eine Chance da, dann bist du wieder ein Angebot. Und dann hängt es immer natürlich ein bisschen ab, nimmst derjenige oder nicht. Das ist ganz in deiner Hand, aber das wäre so. Ja, das erlebe ich gerade, dass da ja, eine Riesenmauer aufgebaut wird und nichts angenommen wird. Das ist dann natürlich schwierig. Und da muss ich natürlich das Gesamtunternehmen im Blick haben, das ist ganz klar. Kann ich die anderen dafür bestrafen. Und auch nicht mich. Okay, das war Feedback von der Ostsee, vom Dirk. Wir haben auch im Chat nochmal eine Rückmeldung bekommen aus Bozen, aus Südtirol. Für euch zwei Dozenten interessant. Der Hans schreibt, sehr guter Vortrag, einer der besten der letzten Tage. Kompliment, dass ja auch die menschliche Seite sehr zum Ausdruck gebracht wurde. Irgendwo geht der Weg weiter. Herrliche Grüße vom Engel Werkzeugbau aus Bozen, Südtirol. Danke. So, nachdem ihr jetzt eine Dreiviertelstunde nur in euer Laptop reingeschaut habt und dann gegen eine Wand geredet habt, habt ihr jetzt so ein bisschen Feedback bekommen. Dankeschön. Okay, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit müssen wir jetzt wahrscheinlich einfach die Bremse ziehen und alle noch ein bisschen was tun heute. Ich danke euch zwei, Maren und Stefan, für den Beitrag heute. Ich fand es total spannend. Das Handout schicken wir wie immer an alle Teilnehmer als PDF heute Nachmittag rum. Und ich telefoniere heute Nachmittag noch mit dem Stefan und vielleicht ist er die nächsten Wochen nochmal dabei mit einem Vortrag. Also halt die Augen offen, vdwf.de/Termine. Da steht dann drin, was die kommenden Tage und Wochen abgeht. Bleibt gesund, gehabt euch wohl und bye bye. Ciao. Ciao. Danke euch. Ciao.